Herr Vizepräsident, liebe Frau Ministerin, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich würde sagen, die Befürchtungen von Herrn Ness heute Vormittag haben sich tatsächlich bestätigt und wir haben heute in großen Teilen der Debatte dann doch auch erlebt, wie die einen versuchen, unser Land und die Leistungen der Koalition schlecht zu reden und die anderen aber auch das Gegenteil tun und in eine Form von Rechtfertigungslogik verfallen. Und ich kann an dieser Stelle nur sagen, auch als jemand, der neu in diesem Hause ist, dass ich glaube, dass beides der Lage in unserem Land nicht gerecht wird und dass ich doch sehr dafür werben will, dass wir versuchen, Differenziertheit zuzulassen, Bemühungen anzuerkennen und gleichzeitig auch Probleme offen anzusprechen, die es ohne Zweifel gibt. Im Koalitionsvertrag der Regierungskoalition stehen sehr viele sehr kluge Dinge, wie ich finde. Er enthält aber auch den Satz, Brandenburg ist das Land der sozialen Gerechtigkeit. Und ich glaube, dass uns dieser Satz als Ziel zwar leiten muss, dass er derzeit aber noch mehr Anspruch als Realität ist. Wir haben es in unserem Land mit sehr ernsthaften Problemlagen im sozialen Bereich zu tun. Die Kinderarmut wurde angesprochen. Sie ist nach wie vor sehr hoch. Sie liegt bei circa 19%. In meiner Heimatstadt Frankfurt-Oder liegt sie sogar bei an die 30%. Die Arbeitslosenquote ist im April erneut deutlich gesunken und liegt erstmals seit der Wende unter der 9%-Marke. Gleichwohl ist jeder einzelne der 118.166 gemeldeten Arbeitslosen einer zu viel und die Langzeitarbeitslosigkeit stagniert seit Jahren bei rund 50.000. Das macht ca. 40% aus. Und wir sollten auch nicht verschweigen, dass Befristungen, Leiharbeit, Teilzeitbeschäftigung bis zu 20-Stunden-Jobs, Mini- und Midi-Jobs zunehmen und dass wir es mit einer sich immer weiter verfestigenden Langzeitarbeitslosigkeit zu tun haben. Für den Bereich dieses Ministeriums, das große Herausforderungen zu schultern hat, kommen noch weitere Problemfelder hinzu. Durch die vielen Krisenherde in der Welt, durch Kriege, Gewalt, Armut und Elend, durch völlige Schutzlosigkeit vor der Willkür weniger, sind viele Menschen gezwungen, ihre Heimatländer zu verlassen und auf der Suche nach Schutz, Sicherheit und einem menschenwürdigen Leben. Darauf waren wir, darauf war niemand wirklich vorbereitet und noch immer arbeiten wir diesen Entwicklungen hinterher. Gleichwohl stehen wir in der Verantwortung, diesen Menschen in ihrer Not zu helfen und ihnen das zuteilwerden zu lassen, was jeder, egal wo und wie er geboren wurde, verdient hat, ein Leben in Würde. Die medizinische Versorgung, insbesondere mit Fachärzten der Fläche, aber auch in Berlin-fernen Regionen generell, wird zunehmend schwieriger. Die Anzahl der Pflegebedürftigen steigt in den nächsten Jahren enorm an, bis 2030, also in schon 15 Jahren, um 70%. Der Bedarf an Fachkräften der Pflege, einem der immerhin schlechtesten bezahlten Berufszweige und mit schwierigen Arbeitsbedingungen versehen, steigt damit ebenso exponentiell an. Und obwohl wir alle Krankenhausstandorte im Land erhalten, wird die Aufrechterhaltung des vollen Umfangs der Krankenhausversorgung zunehmend zu einer großen Herausforderung. Wir erleben das an den Beispielen der Geburtsstationen, wo in Regionen, die mit Abwanderung von jungen Menschen zu kämpfen haben, die sinkenden Geburtszahlen uns zu schaffen machen. Eine älter werdende, aktive und selbstbestimmte Bevölkerung in allen Landesteilen verändert die Art, wie wir Stadtentwicklung, soziale, pflegerische und gesundheitliche Versorgung, also Daseinsvorsorge im besten Sinne für die Zukunft denken müssen. Lokale soziale Ankerpunkte im Quartier, die ein selbstbestimmtes, gesundes Älterwerden garantieren, sind zunehmend gefragt, aber noch im Frühstadium der Entwicklung. Nicht zu vergessen die Problemlagen von Familien, insbesondere Alleinerziehenden, das Auseinanderdriften von Regionen in Brandenburg und natürlich auch das gehört zum Anspruch auf Chancengleichheit und Gerechtigkeit. Eine gute Kita-Hortbetreuung sowie qualifizierter Unterricht in Schule, Ausbildung und Studium, unabhängig von der sozialen Herkunft, bleiben Daueraufgaben in diesen wie in allen anderen Bundesländern. Auch als Regierungsfraktion, glaube ich, dürfen wir nicht aufhören, diese Herausforderungen, und das ist ja nur ein kleiner Ausschnitt dieses Ministeriums betreffend, offen an- und auch auszusprechen. Alle, die sagen, dass vieles davon insbesondere in der finanziellen Sicherstellung Bundesaufgabe ist, haben recht. Gleichwohl müssen wir uns heute und hier der Frage stellen, inwieweit dieser Landeshaushalt im Rahmen seiner Möglichkeiten dazu beiträgt, dass die Situation besser wird. Nicht nur auf dem Papier, sondern spürbar in der Lebensrealität der Menschen in unserem Land. Für den Einzelplan 7 des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie gilt aus meiner Sicht Folgendes.
Durch die Anpassung unseres EU-Förderstatuses, Frau Lehmann ist ja gerade auch schon darauf eingegangen, stehen uns tatsächlich nur noch 58% der ursprünglichen ESF-Mittel zur Verfügung. Diese Mittel werden komplett kofinanziert und gehen zum allergrößten Teil in die Verbesserung und Förderung von Beschäftigungsmöglichkeiten in Bildung, Qualifizierung, Fachkräftesicherung und Integration in Arbeit. Und ich hatte in den letzten Wochen, wie viele von Ihnen vielleicht auch, die Gelegenheit, auch sich solche Projekte anzuschauen und habe erlebt, wie viele Menschen davon profitieren, übrigens meistens auch völlig ohne zu wissen, woher dieses Geld denn kommt. Maßnahmen zur Verringerung der Langzeitarbeitslosigkeit wie Integrationsbegleiter oder auch der Ausbau sozialbetrieblicher Strukturen sind auch ein Beitrag zur Armutsbekämpfung, ebenso übrigens wie die Erhöhung des Mindestlohns in Brandenburg entsprechend der Empfehlung der Mindestlohnkommission auf 9 Euro. Und ich hoffe sehr, dass wir das in Kürze gemeinsam auf den Weg bringen. Mit dem Landtagsbeschluss zur Armutsbekämpfung haben wir gleich zu Beginn der Legislatur die Prioritätensetzung der Ministerin aktiv unterstützt. Der runde Tisch hat sich mittlerweile konstituiert und mit unserem Änderungsantrag zum Haushalt haben wir die finanziellen Voraussetzungen für die Arbeit dieser und anderer Beteiligungsstrukturen geschaffen. Mit 500.000 Euro sollen sozialräumliche Ansätze zur Bekämpfung von Armut und deren Folgen entwickelt, gefördert und regional ausgerichtete Strategien unterstützt werden. Mit weiteren 100.000 Euro wollen wir einen wirksamen landespolitischen Impuls für kommunales Handeln, für die Unterstützung von Projekten, für gesundes Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen setzen. Ziel sind Modellprojekte für Kinder, insbesondere in Familien in schwieriger sozialer Lage und auch für Flüchtlingskinder zur Verbesserung der Gesundheitsprävention der gesundheitlichen Chancen. Herr Abgeordneter, ich stelle Sie eine Zwischenfrage. Nein. Für die Umsetzung der Pflegeoffensive werden insgesamt 1,4 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Mit diesem Geld sollen Maßnahmen entwickelt und gefördert werden zur Verzögerung, Vermeidung und Verhinderung von Pflegebedürftigkeit, zur Stabilisierung des Anteils ambulanter pflegerischer Versorgung durch Unterstützung und Entlastung von pflegenden Angehörigen und natürlich auch zur Fachkräftesicherung. Und darüber hinaus haben wir 100.000 Euro in den Haushalt eingestellt. Mit diesem Geld wollen wir Netzwerke aus ehrenamtlichen Begleitern fördern, die ältere pflegebedürftige Menschen dabei unterstützen, dass sie möglichst lange selbstbestimmt in ihrem vertrauten Wohnumfeld leben können. Die zwei Modellprojekte in Havelland und Uckermark wurden ja schon angesprochen. Die Krankenhausfinanzierung, und manche von Ihnen habe ich ja gestern auch beim Empfang der Landeskrankenhausgesellschaft gesehen, die Krankenhausfinanzierung ist für uns nach wie vor eine prioritäre Aufgabe. Mindestens 400 Millionen Euro sollen in der Legislaturperiode eingesetzt werden. Für 2015 wurden 82,5 Millionen und für 2016 81 Millionen im Haushalt geplant. Wohlwissend, dass es auch hier, wie an vielen anderen Stellen, auch die Forderung nach einer noch höheren Unterstützung gibt. Die Zuschüsse an die Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege und Landesverbände im sozialen Bereich wurden bei rund 1,35 Millionen Euro jährlich verstetigt. Das gilt auch für die Förderung von Frauen und Familien. Erst vor kurzem hat die Ministerin den diesjährigen Familienpass für das Land Brandenburg vorgestellt, der mindestens 20% Rabatt für 626 Familienerlebnisse in Brandenburg und Berlin enthält. Das Landespflegegeld werden wir in zwei Schritten um insgesamt 30% erhöhen, damit für mehr Selbstbestimmung und Teilhabe für Menschen mit Behinderung sorgen. Und damit nutzen wir auch unsere landesrechtlichen Möglichkeiten, um die Situation von Menschen mit Behinderung deutlich zu verbessern. Die Landesförderung von Hilfsangeboten für gewaltbetroffene Frauen und ihre Kinder sowie zur Förderung von Frauenhäusern, Zufluchtswohnungen und Beratung steigt um 25%. Und damit steigt der Landesanteil von 900.000 Euro in 2014 auf jeweils 1,2 Millionen Euro in 2015 und 2016. Und im Unterschied zur AfD-Fraktion, die versucht hat, die Mittel der Integrationsbeauftragten und vor allem die Zuschüsse an freie Träger in der Asyl- und Flüchtlingspolitik zu streichen, haben wir gemeinsam mit dem Koalitionspartner Wege gesucht, um Mittel für die Integration spezieller Gruppen wie jugendlicher Flüchtlinge in der Berufsausbildung und Qualifizierung bereitzustellen. 480.000 Euro werden wir dafür einsetzen. Durch den Einsatz dieser Mittel sollen an ein bis zwei ausgewählten Koordinierungsstellen in Brandenburg die bisherigen sprachbezogenen Leistungen und das Angebot eines Verfahrens zur Feststellung berufsbezogener Kompetenzen und auch Interessen erweitert werden. Und erstmals werden auch Mittel für die so wichtigen Willkommensinitiativen in diesem Land ermöglicht. 70.000 Euro sind dafür eingestellt. Meine sehr geehrten Damen und Herren, es gäbe ganz sicher noch viele Maßnahmen, die es lohnen, hervorgehoben zu werden. Unterm Strich bleibt aber die Frage, ob dieser Haushalt
den anfangs genannten Problemlagen Rechnung trägt und versucht, Lösungen auf den Weg zu bringen. Ob er das Leben der Menschen ganz real und spürbar verbessern wird und ob wir damit letztlich dem Anspruch, das Land der sozialen Gerechtigkeit zu werden, ob wir diesem Anspruch damit näher kommen können. Die Prioritäten Armutsbekämpfung, gute Arbeit und Familienfreundlichkeit, gute gesundheitliche Versorgung, eine Pflegeoffensive für das Land Brandenburg, Ausgleich von Benachteiligungen, menschenwürdige Unterbringung und Integration von Asylsuchenden und Flüchtlingen, diese Prioritäten finden sich in diesem Haushalt klar und auch erkennbar wieder. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich behaupte damit nicht, dass alle Probleme dadurch gelöst werden. Das wird wohl auch nie der Fall sein. Wir wissen, dass wir uns in der Politik auch immer im Prozess befinden. Vielleicht ist das auch das Grausamste an unserer Arbeit, dass es nie den Zustand geben wird, wo alles erledigt ist und alle Probleme gelöst sein werden. Aber ich kann für meinen Teil sagen, dass ich der Überzeugung bin, dass es wichtige Schritte in die richtige Richtung sind und dass sich unsere Ministerin durch ihre Arbeit zu Recht sehr viel Anerkennung erworben hat. Was gelungen ist und was nicht, werden wir dann wohl in spätestens 2 Jahren wissen und hier auch bewerten können. Bis dahin stehen wir in der Pflicht, bei der Umsetzung des Haushaltes im konstruktiven Dialog zu bleiben. Dafür werbe ich, darauf hoffe ich und danke für Ihre Aufmerksamkeit.